So, hallo. Heute nehmen Richie und ich euch mal mit in unsere Küche, denn wir wollen einen Schokoladenkuchen für Ostern backen. Und Richie ist ja sozusagen auch eine richtige Naschkatze und ziemlich verwöhnt, ne? Aber da Hunde natürlich keine Schokolade dürfen, weil die gefährlich für Hunde ist, bekommt er von dem Kuchen, den ich gleich backen werde, nichts ab. Aber natürlich soll er die Osterfeiertage auch was Besonderes haben. Und deshalb bekommt er genau wie an seinem dritten Geburtstag, den er am 20. März gefeiert hat, wieder ein Stückchen gebratenes Putenfleisch, was wir in Butter braten, ne? Der kleine Schmackofazier. Ja, ansonsten werden wir die Osterfeiertage, beziehungsweise den Ostersonntag, den werden wir mit Josefs Familie verbringen. So, und nun werde ich mir die Hände waschen und die Haare zusammenbinden. Und in der Zwischenzeit blende ich kurz unser Intro ein. Bis gleich. Wieder, beziehungsweise wir, der Kleine steht hier neben mir. Und ja, wegen dem Kuchen ist es halt so, wie der ein oder andere vielleicht weiß, in Ungarn ist der Süßkram, sprich Kuchen, Kekse, Teilchen, was weiß ich, meist extrem süß. Und deswegen backe ich natürlich lieber selber. Aber das ist mir eh lieber selber zu backen. So habe ich die einzelnen Zutaten im Blick, was in der heutigen Zeit eh mehr als wichtig ist, wie ich finde. Besonders vor dem Hintergrund, wenn man sich die Zutaten anschaut, die sind ja teilweise nicht nur eklig, sondern eben auch gesundheitlich sehr, sehr schädlich. Für meinen Kuchen habe ich dann das Kakaopulver im Bioladen gekauft. Ich habe noch einen Rest vom letzten Mal, dieses hier. Und jetzt hatten sie die Sorte nicht. Da habe ich diese Sorte hier gekauft. Der Bioladen heißt in Ungarn BioBold. Allerdings sind nicht alle Produkte bio, was man aufgrund des Namens eigentlich vermuten könnte. Derartige Bioläden gibt es in Kestheid mehrere. Ich kaufe meist im Bioladen in Kestheid am Marktplatz. Die beiden Damen dort sind sehr freundlich, sprechen auch ziemlich gut Deutsch. Und die Preise dort sind auch meist etwas günstiger als in den anderen Bioläden bzw. Bioabteilungen von ja, Drogeriemärkten oder sonstigen Läden. Dennoch ist es natürlich wichtig, dass man oder empfehlenswert, dass man die Preise vergleicht und dass man eben die Preise immer im Blick hat. Sachen hier wie zum Beispiel Bio-Vanille-Zucker, Bio-Backpulver oder Bio-Hefe sowie mein Kokosöl, Bio-Kokosöl, kaufe ich immer im DM-Drogeriemarkt. So, nun wollen wir aber mit dem Backen des Kuchens beginnen. Dazu brauchen wir folgende Zutaten. Ich habe hier schon mal 200 Gramm Zucker. Ich nehme immer den braunen Zucker. Auf der Verpackung steht dann entweder Rohrzucker, manchmal auch Naatzucker, ja, oder Barnazucker in Ungarisch, je nachdem. So, dann brauchen wir 250 Gramm Butter. Die ist derzeit beim Aldi
Und beim Lidl gibt es da einigermaßen preiswerte Sorten, was man heutzutage noch preiswert nennen kann. Tue ich jetzt stückchenweise hier in den Zucker, zu dem Zucker geben. Dann kommt ein Vanillezucker, ein Tütchen dazu. Und 4 Eier. So, und dann wird das schaumig gerührt. Ich hatte die Zutaten schon alle vorher rausgelegt, damit die, wie zum Beispiel die Butter, zimmerwarm ist. Dann lässt sich alles besser verarbeiten. Ich habe das jetzt so mehr oder weniger schaumig gerührt, beziehungsweise die Maschine hat das gemacht. Und in der Zwischenzeit habe ich schon weitere Zutaten abgewogen, und zwar 250 Gramm Mehl. Da nehme ich persönlich das Vollkornmehl, das heißt auf Ungarisch Tejes Kiolesü, und Busalist ist Weizenmehl. Also das heißt, das ist Weizenvollkornmehl. Man kann aber auch normales Weißmehl nehmen. Nur wir mögen das eben ganz gerne. So, das kommt jetzt dazu. Und dann kommen da 3 Esslöffel Kakao, 2 Esslöffel Zimt und eine Prise Salz. Mamas Paket kommt. Eine Prise Salz. Ich habe ja immer das Himalaya-Salz. Das hole ich mir hier auch im Biobold. So, und dann noch Zimt. Ich meine, wer jetzt keinen Zimt mag, der muss das ja nicht dazu tun. Aber wir mögen es ganz gerne, und außerdem ist Zimt immer ganz gut, um den, also regelmäßiger Zimtgebrauch in kleineren Mengen ist außerdem gut, um den Zuckerspiegel ein bisschen zu reduzieren oder zu regulieren, besser gesagt. So, und dann habe ich noch 75 Gramm gemahlene Nüsse. Man kann da Mandeln oder Haselnüsse nehmen. Ich verrühre das jetzt mal, und dann kommt noch 1/8 Liter Rotwein dazu. Wir haben immer diesen Kek Frankosch von Vaga da, und der schmeckt uns eigentlich auch so ganz gut. Dann fülle ich da 1/8 Liter von ab, und dann kommt das dazu. So, jetzt wie gesagt noch den 1/8 Liter Rotwein. Der muss natürlich auch nicht unbedingt sein. Also wenn man zum Beispiel Kinder hat, die davon mitessen, da kann man den auch weglassen oder durch Traubensaft ersetzen. Das Rezept werde ich euch natürlich in die Videobeschreibung reinschreiben, also unterhalb des Videos. Und dann könnt ihr das ja, wenn ihr mögt, wenn ihr Schokoladenkuchen mögt, mal selber ausprobieren. Ist also ganz einfach, das Rezept, und schnell zu machen. Der Teig wird in eine Tastenform eingefüllt. Sollte so circa 30 cm mal 11 cm sein. Ich habe die mit Backpapier ausgekleidet. Man kann auch Butter gut einbuttern und vielleicht ein bisschen Mehl oder Mandelkrümel oder irgendwas nehmen zum Auskleiden. Aber ich mache mir das immer einfach und habe immer Backpapier da. So, ja, und der Backofen sollte auf 175 Grad eingestellt werden. Bei Gas ist es Stufe 2. Ich nehme meistens so die mittlere Schiene, wo ich alles backe. Der Kuchen braucht 70 bis 80 Minuten.
wenn der Kuchen dann fertig ist und abgekühlt ist, dann überziehe ich den persönlich noch mit Schokolade. Ich nehme dann Zartbitterschokolade. Bei der Auswahl meiner Kuvertüre achte ich natürlich auch auf die Zutaten, das heißt aufs Kleingedruckte. So, der Teig sieht also so aus, ist ein weicher Teig und den fülle ich jetzt in meine Backform und dann geht es ab in den Ofen für 70 bis 80 Minuten. Damit ich es nicht vergesse, ich habe bei dem Mehl, da habe ich auch noch ein halbes Päckchen Backpulver, also Bio-Backpulver zum Mehl gegeben. Das hatte ich eben nicht erwähnt, aber es steht im Rezept. So, ich habe den Kuchen jetzt in den Ofen getan, mittlere Schiene. Ja, jetzt muss der für 70 bis 80 Minuten backen. So sieht der Kuchen jetzt aus. Und den nehme ich jetzt gleich raus und werde den abkühlen lassen. Die Kuvertüre schmilze ich im Wasserbad bei kleiner Temperatur. Und dann zeige ich euch den Kuchen, wenn er ganz fertig ist, mit Schokolade überzogen. So, jetzt habe ich hier im Wasserbad die Kuvertüre geschmolzen und der Kuchen ist abgekühlt und jetzt trage ich die mit einem Backpinsel, ich habe noch so einen alten Backpinsel von meiner Mutter, da trage ich das jetzt auf. So sieht der fertige Kuchen aus. Nun wünschen wir euch von Herzen frohe Osterfeiertage und viele angenehme Überraschungen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen nach oben und abonniere gleich unseren Kanal. Am besten klickst du zusätzlich auch noch auf die Glocke, denn dann wirst du umgehend informiert, wenn ein neues Video hochgeladen ist.